Hi Leute und willkommen zum neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe Noob Modus. Ha! Wir haben hier Level 7 und nein, zurück, weil man nicht kann. Hier haben wir Level 6. Mit dem fangen wir gleich an. Ich bin gespannt. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Episode von New Super Mario Bros. U Deluxe. Wie immer hier im Noob-Modus. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den Spaß mit den Charakteren zu beenden. Einfach weil ich vermutlich der einzige YouTuber bin, der das Spiel mit dem Charakter spielt. Und das ist doch dann auch mal ein tolles Let's Play. Ist halt ein Noob-Let's Play für die Anfänger. Oder für Leute wie ich, die einfach überhaupt keinen Skill in Gaming haben. Aber trotzdem meinen einen Gaming-Set aufmachen zu müssen. Ja, brrr. Das ist ja hier unter meine Würde trotzdem. Aber dieses, weißt du, in diesem Wasser hier kann man halt so oder so übelst fällen. Und dieses Wasser war halt bei mir immer so ein Sekret. Sei es auch die D-World oder whatever. Dieses Wasser ist sollte. Es macht mir sollte und es ist kritisch. Auch wenn es die, ich sag mal, normalen Skills, die man in so einem. Überlebe ich damit was? Ich will was ausprobieren, Leute. Für die Wissenschaft. Okay, das überlebe ich nicht trotzdem. Ja, die eine Seite kommt, dass ich da mit dem Stelle wieder rausfesseln kann. Das ist eins gegen alles. Okay. Das war es erstmal für die Wissenschaft, um herauszufinden, ob es. Okay. Wundert mich. Irritiert mich erst, aber. Vielleicht war es auch so, dass genau der Kunde ausgegangen ist. Habe ich nicht genau drauf geachtet. Wäre aber doch eigentlich, sagen wir ehrlich, mehr als nur unwahrscheinlich. Wir werden es kein zweites Mal ausprobieren. Zumindest nicht beabsichtigt. Boah, geht die Scheiße weit nach unten hier. Wie. Und das ist ja gerade scheiße knapp. So, vor allem brauchst du ja keine Angst vor Gegnern oder irgendwas zu haben, weshalb ich einfach. Das heißt jetzt hier auf die eine Starcoin erstmal nett gesagt. Oh Gott, was ist denn. Natürlich springe ich genau da in der Mitte durch. Ist so typisch David. Wie so typisch ist. Ich habe da keine Ahnung, wie viel tausende Meter frei, was mache ich. Ich komme auf die klarste Idee da irgendwo am Rand der Welt da. Bescheuert es noch zu springen, so typisch ist. Und dann sind erst mal Leute, was mich fragt, hey, wie schaut euch dieses LP-Einlass an? Ich weiß es nicht, keiner weiß es. Ich wollte, was so länger machen wollte, ich die Facecam nach rechts schieben, weil das sieht einfach besser aus wegen dem Mikrofonarm. Wisst ihr, was ich meine? Dann hängt nicht so der Arm in der Mitte vom Bild, ihr wisst, was ich meine, ne? Das habe ich jetzt hier mit offensichtlich auch mal gemacht. Weißt du, ich nehme es mir also jeden Part vor, jeden Part. Mache es das nicht, weil, keine Ahnung, ist da besser, auch immer irgendwie der Meinung bin, dass es nicht wichtig ist oder so. Keine Ahnung. Ich sollte einfach ein bisschen konzentrieren, weil das sind immer Fehler, die sogar für meine Verhältnisse so dumm sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, es geht hier so neige. Ne, meine Motivation, die ist gerade mehr da als sonst. Ich weiß, keine Ahnung wieso, aber ist es gerade auf jeden Fall. Es gibt nichts Besseres, als abends hinzusetzen und einfach ein bisschen zu zocken und vom Schulessen besessenen Alltag. Da kann man so sagen, weil Schule der heißt ist, dass halt einfach mal runterkommen kann. Vor allem, wenn man so Community-Sachen wie Splatoon mit Abonnenten macht, ist schon sehr geil. Dann mache ich das ja auch hier. Ich mache das ja alles hier nicht ohne Grund. Das war wieder scheiße knapp hier. David, du musst ST jetzt besser. Digga! Die Stelle hier ist richtig behindert. Ich habe keine Ahnung, wie zum Fuck ich es geschafft habe, diese Stelle das letzte Mal irgendwie zu überleben.
So. Hier ist einfach ganz vorsichtig. Ein Sprung nach dem anderen machen. Und sie ist hier nicht irgendwie dumm vergessen oder dumm runterfallen. Und erst mit zwei Flecken gereist. Herzlichen Dank dafür. Warte. Na gut, so weit geht's ja noch hier. Wird halt richtig lustig, wenn man ein kleiner Spast ist. Boah, Digga. Oh nein. Oh nein! Hä? Wie soll ich da gehen? Das eine fällt aus der Runde, wenn das andere hier noch irgendwie total schräg liegt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Kann man das mit erklären? Ne, ich finde das schon selbst raus, wie es geht. Oh, die das ist ein Superassistent hier, der beleidigt mich hier gerade. Das war richtig hart derbe. Hier gilt, dass man sobald es geht, einfach rüberspringt. Und das wäre nämlich mal jetzt. Mal jetzt hier drauf springt und. Ist klar. Digga! Wie behindert! Wie behindert ist die alle Stelle hier? Ich schreibe mal lieber aus dem Bild hier, bevor ich mich noch weiter blamiere. Ich will das nicht machen. Aber ich muss es machen. Für alles. Nee, aber die ist halt richtig scheiße hier. Diese bescheuerten Stellen, wo die anderen dann so richtig auseinander. Nein, das machen wir selbst. Komm, David, das bekommst du jetzt mal hin. Es drängt sich das an. Ist ja nicht so schwer. Aber der Ansatz von mir war nämlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das ganz genau jetzt bringen hier, dann ist ganz genau hier jetzt so lang sprinten. Das schaffen wir das nämlich auch. So, gut, der Teil hier ist relativ. Digga! Ja komm, ganz ehrlich, sie wird ein Springer, ist mir zu behindert. Es ist mir zu behindert. Du Itziklärt. An den Mobs hier noch Game Over, das war das Schönste der Welt hier. So komm, du Itziklärt, das ist ja zu diesem jetzt vergraben, bevor das doch Pyromancer wird. Ich meine, bis auf die eine behinderte Stelle geht die Scheiße ja hier. Na, vielleicht war es hier. Komm, eigentlich kann es auch allein, ich du jetzt aber generell kannst es auch allein, dieses Scheiße hier. Das ist wie so ein kleines Kindergartenkind, was so dumm ist und so kacken gefühlt hier. Ich hab dir mal verzeiht, dass der Typ manchmal nimmt an Stellen, wo es einfach nur unnötig ist. Ja, es geht die benannte Scheiße halt los. Weil der hat halt jetzt so ein Aura da mit den Röhren. Ich werde das so hart, dass er nach den Röhren eigentlich so gut wie gar nicht mal weitergeht. Und dass der Männer Dinger so das Ende war. Es wird zu hart. Oh.
Wenn es so hat, dass das hier Glas in das Fluss ist. Und ich einen super Assistent wegen nix hier genommen hab. Okay, das ist in der Tat behindert. Das ist in der Tat behindert. Ja, ist doch in Ordnung. So, ja, das hat jetzt die Ethik geklärt hier für uns. Ihr hättet es wirklich auch von selbst machen können. Keine Ahnung. Zu faul. Whatever. So, mal rein. 7. Level, was da nicht spielt, weil überall sich Level 1 ist und durchspielen. Das heißt, halt, das Mob sieht aus, aber spielen war mehr das volle Paket. Was wir auch bezahlt haben. Digga. Ich sag das ja nur ungern. Weil wir sind die Sims am Arsch, wenn wir nicht mal irgendwo hochkommen. Danke. Oh nein, das war das Level hier. Das war... Das ging gar nicht. Das wird eines der wenigen Level sein, die ich höchstwahrscheinlich wirklich jetzt gleich überspringen werde. Weil die einfach überhaupt gar nicht ging. Ja, bis Mitte vielleicht ging es das schon mal so weit. Come on! Das geht eigentlich, das Level. Ich habe jetzt schon 9 Leben. 8, okay. Ich muss echt ein bisschen aufpassen hier. Ach, nee, das ist, nein, mit Mopsy, Gottes Willen, werde ich keinen Game Over irgendwie bekommen. Das wäre halt mehr schon ätzend. Wird irgendwie auch mehr als nur unnötig. Da muss ich erst aufpassen. Hier. Wieso springt denn der so behindert? Ich muss eigentlich nur darauf aufpassen, dass man auf dem guten Dude hier drauf stehen bleibt. Okay, ich warte auf die nächste. Sonst höre ich das so abspringen. Sage mal, wieso klappt denn das hier nicht? Okay, das dann so abspringen da drauf. Ja, come on, ich warf das Hase drauf hier. Nee, dieses dauernde darauf rumwürfen ist nicht so blöde. Ich hab das... Komm, nein, bitte, das ist nee. Komm, Arme, zieh da eigentlich hin, Boss hier. Ja,
Also Konzentration, dann diese und da, man darf keine Fehler machen. Darf nicht runterfallen und diese behinderte Scheiße da, das ist. Ich glaube, das ist auch für Misttotentier. Mit der Lava, da sollte auch. Ist auch passen, oder? Ja. Das tötet auch Mist, obwohl ich Mopsi bin. Gut zu wissen. Ich glaube, der ist irgendwie auch nur gegen Gegner hier. Gut, dann muss es erst aufpassen. Jetzt hier. Weil ich verliere Leben. Und zwar so viele. Es hat da wieder erst immer wieder, wo man abgibt hier. Für uns alle. For free. Nein. Digga. Digga. Was hat hier ist, dass irgendwo so logisch steht, dass einen nichts trifft und dass es mir zu gefährlich ist. Hier muss man eigentlich so aufpassen, dass möglichst nichts steht, dann geht das hier schon. Oder halt ausweist. Und oder Glück hat. Digga, komm, geh nach oben, bevor dieses heiß Ding kommt. Danke. Und spring da rein. Nämlich der Meinte. Toll, unten immer so von abgekommen. Der muss in diesen Power-Dings kommen hier. Was weiß ich? Oh, nein, 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 nein. Das geht schief. Nicht mal so nein. Uah. Ja moin! Geht aber hoch, du Scheiße hier! Ging. Kann nichts anderes zu sagen, ging. Aber wir waren nicht so das große Problem und kommen dieser Boss hier. Wer ist jetzt an der Reihe? Ludwig? Ich habe keine Ahnung. Kann gut sein, dass der sogar dran ist. Oder einer von anderen. Wir werden es gleich sehen. Wie auch immer es ist, ich werde diesen Mistkerl hier vermöbeln. Weil ich will meine Prinzessin Peach wieder haben. Viele bleiben mal nicht mal. Larry hatten wir, glaube ich, schon. Und. Nochmal sehen. Nee, doch, hier. Larry ist gleich wieder da. Ja, oder das ist ein Bruder, keine Ahnung wie er heißt. Ich glaube, das ist ein Bruder. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, die Dinger mich töten. Nein, kann mich nicht töten. Ja, der Boss ist ein bisschen neppiger hier tatsächlich. Jetzt muss ich auf die Scheiße drauf springen. Sagt der, ich mache es trotzdem. Ich müsste den kleinen Typ noch einmal treffen und dann war's hier. Ist. Digga. Bleibt mal irgendwo stehen. Nein, da. Ah, oh, ist aber so ein Millimeter an diesen Huren so dran vorbei, Ben. Das ähnelt schon eher so am Nintendo Boss Fight hier. Ja, das war's ja. Ja. Nicht schwer. Also erst Mopsi hier. Wenn man sieht, wie es Mopsi freut. Definitiv nichts wäre es, aber hey. Wir haben ja auch Mopsi genommen, da ist das ja irgendwie auch klar. Dass sie das vielleicht nicht ganz so schwer ist, was wir hier haben. So, flieg weg. Ich glaube, viel mehr Welten. Viel bleibt uns eh nichts mehr übrig.
Reise weiter geht's in die nächste Welt. Wir speisern. Danke. Ui. Und können so Candice minen. Joa, das sieht das ein bisschen ungemütlich, sah hier aus. Wie es ist, werden wir sehen. Im nächsten Part von New Super Mario Bros. Deluxe. Ich sage jetzt herzlichen Dank fürs Hochschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!